Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. So, und willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ava hat mir sogar geholfen, Betten für euch alle aufzustellen, damit wir alle nebeneinander schlafen können. Wow, Stella, ich habe noch nie in meinem Leben so ein wunderschönes Zimmer gesehen wie deines. Oh, aber das Beste habt ihr noch gar nicht gesehen. Ich habe extra für heute eine Dönermaschine gekauft. Boah, Stella, woher wusstest du, dass Döner-Kebabse mein Lieblingsdessert ist? Mmh, lecker. Was, wirklich? Mein Lieblingsdessert ist es auch. Dankeschön, Stella, das war so lecker. Oh, und das war noch nicht alles. Ich habe auch Gesichtsmasken für uns gekauft mit Zwiebelgeschmack. So, eine für mich, eine für dich, Mila, und eine für dich, Leni. Die Maske ist ja unglaublich. Ich spüre schon, wie meine Pickel sich zurückziehen. Ja, die Maske ist der Wahnsinn, oder? Und was wäre eine Übernachtungsparty ohne Schlafsäcke? Komm, ich habe euch allen auch eingekauft. Und jetzt schauen wir ein bisschen Talker Toast. Was haltet ihr davon? Oh ja, toll. Ah, Hilfe! Was war denn das für ein Geschrei? Und wo ist Stella überhaupt hin? Ich glaube, das war Stellas Stimme. Wir müssen schnell hin und ihr helfen. Stella, was ist denn los? Bei uns wurde eingebrochen. Alle unsere Wertgegenstände wurden gestohlen. Und Papas Lieblingspiano auch. Wer würde sowas nur tun? Oh nein, wer würde denn sowas tun? Habt ihr schon die Polizei gerufen? Ja, die Polizei ist schon draußen und hat mit der Fahndung angefangen. Hoffentlich werden wir den Übeltäter bald finden. Oh, ich glaube, die Polizei hat Hinweise schon gefunden. Ich gehe schnell mal schauen. Warte auf mich, Affe, ich komme auch. Oh Mann, sind hier viele Polizisten. So, unsere Investition hat ergeben, dass es sich hierbei nicht um einen Einbruch handelt. Es weist nichts darauf hin, dass bei ihnen eingebrochen worden ist. Die Türen sind unbeschädigt. Was leider nur eines bedeuten kann. Und zwar, dass der Verbrecher hereingelassen worden ist von einer Person hier im Hause. Warte, wollen Sie mir damit etwa sagen, dass der Komplize sich noch im Haus befindet? Ja, genau das will ich Ihnen damit sagen. Naja, wir gehen dann wieder mal. Auf Wiedersehen. Warte, dann kann es nur eine Person gewesen sein. Sag mal, Mila, denkst du etwa, dass ich blind bin? Ich hab dir vertraut, Geld ausgeborgt für deine Mutter und sogar dich in mein Zuhause gelassen. Und damit dankst du mir, indem du mich ausraubst. Du bist so ein schlimmer Mensch, Mila. Ich will dich nie wieder in meinem Leben sehen. Verschwinde, sonst rufe ich die Polizei. Hast du etwa keine Ohren? Aber Stella, du musst mir glauben, ich würde sowas niemals tun. Ich bin die ganze Nacht neben Leni gelegen. Leni, bitte sag was. Ich weiß nicht, ich hab so tief geschlafen. Ich habe nichts mitbekommen. Na, siehst du, nicht mal Leni will dich und deine Lügen beschützen. Du bist so eine hinterlistige Schlange. Und ich habe dir vertraut. Aber Fräulein Stella. Aber Leni, wieso hast du es nicht bezeugen können, dass ich es nicht war? Weil ich mich wirklich nicht mehr daran erinnern kann. Wieso glaubt mir niemand? Das ist alles nur meine Schuld. Aber Mama und Papa meinten doch nur, dass sie kurz vorbeischauen wollten. Meine Eltern würden doch nie klauen. Mama, Papa. Also, ihr wart es. Meine wunderschöne Tochter, wir sind so stolz auf dich. Wegen dir sind wir Millionäre. Mein Schatz, ich liebe dich so sehr. Dankeschön, dass du die Tür geöffnet hast. Aber ihr habt zu mir gesagt, dass ihr nur die Einrichtung euch anschauen wollt. Naja, das haben wir ja auch gemacht. Leider hat uns alles so gut gefallen, dass wir es dann mitgenommen haben. Diese Familie ist ja wirklich stinkreich. Mama, ihr müsst alles zurückbringen, sonst rufe ich die Polizei. Wehe, du machst das. Meine, du kannst schon die Polizei rufen, aber dann wirst du auch verhaftet. Denn du bist unsere Komplize, die uns die Tür aufgemacht hat. Oh nein, was habe ich nur gemacht? Was soll ich nur tun? Es ist alles meine Schuld. Mama, ich bin wieder zu Hause. Mama, bist du am Schlafen? Mama, sag doch was. Mama, ich muss schnell Hilfe holen. Bitte helfen Sie mir. Meine Mutter, sie bewegt sich nicht mehr. Beruhigen Sie sich, um Himmels Willen. Sie muss ins Krankenhaus. Aber wieso haben die Medikamente nicht angeschlagen? Sie muss sofort notoperiert werden. Herr Doktor, was hat meine Mama nur? Anfangs dachten wir, dass wir sie mit Medikamenten behandeln können, aber sie muss dringend notoperiert werden. Ja, aber wieso operiert man sie dann nicht, wenn die Operation so wichtig ist? Deine Mutter hat ein Nierenversagen erlitten und braucht dringend ein Spendeorgan. Aber kann sie nicht meine Nieren haben? Ich würde sie gern meiner Mutter spenden, bitte. Das war anfangs eine Option, aber leider ist deine Blutgruppe nicht kompatibel mit der von deiner Mutter. Haben Sie vielleicht andere Verwandte oder Geschwister in der Familie, die man fragen kann? Mila, mein Schatz, es tut mir so leid, dass du es so erfahren musst. Ich wollte es dir früher sagen, aber ich traute mich nicht. Du hast Geschwister. Du bist eine von dreien, aber leider konnte ich sie nicht
behalten, weil ich kein Geld hatte. Besteht die Möglichkeit, dass Sie einer dieser Geschwister kontaktieren können? Wenn ja, dann bitte bringen Sie sie ins Krankenhaus, damit wir schauen können, ob die Nieren kompatibel sind mit der von deiner Mutter. Sie braucht die Operation so bald wie möglich, ansonsten stirbt sie. Ich werde mein Bestes versuchen, Sie zu überzeugen. Bitte passen Sie gut auf meine Mutter auf, Mama, halte durch. Oh, ich bin so nervös. Wie sollte ich Sie nur danach fragen? Hi, Leni, hast du kurz eine Minute? Ja, aber sicher. Was ist denn los? Jay, jetzt hör auf, mich zu küssen. Wir sind in der Öffentlichkeit. Oh, meine Stimmung ist jetzt im Keller. Wen haben wir denn da, die Diebin? Ich will nicht mal die gleiche Luft atmen wie sie. Endlich ist sie weg. Treff mich in 5 Minuten. Ich hoffe, du glaubst mir, wenn ich dir sage, dass ich es gestern wirklich nicht war. Oh, sorry, dass ich euch unterbreche, aber ich bin plötzlich so durstig. Komm, setz dich hier hin, dann können wir reden. Oh, danke schön. Wo ich gestern nach Hause gekommen bin, lag meine Mutter bewusstlos auf dem Boden. Ich dachte, die Medizin hätte sie geheilt, aber die Ärzte haben sie dann nochmal gründlich untersucht. Und dann haben die Ärzte herausgefunden, dass ihre Nieren bald versagen. Was? Das ist alles passiert? Das tut mir so leid. Wie kann ich dir denn helfen? Anfangs wollte ich ihr ja meine Nieren geben, aber die Ärzte meinten, ich hätte die falsche Blutgruppe und ob es noch andere Familienmitglieder gibt. Meine Mama hat dann zugegeben, dass sie unsere biologische Mutter ist. Weiß nicht, was ich machen soll. Oh, was soll ich nur tun? Ich fühle mich so schlecht nach dem, was meine Eltern gestern gemacht haben. Weißt du was? Ich komme mit dir mit ins Krankenhaus und lasse mich untersuchen. Und dann lerne ich auch meine wahre Mutter kennen. Ja, das würde sie sehr freuen. Komm, lass uns gehen. Mila, ich bin so nervös. Was ist, wenn sie mich nicht mag? Nein, Quatsch, sie wird dich lieben. Komm, ihr Zimmer ist in diese Richtung. Hallo, Mama. Oh, sie schläft noch. Mama, wach auf, ich habe dir jemand mitgebracht. Sie würde dich so gerne kennenlernen. Oh, guten Morgen, Mila. Schön, dass du eine Freundin vorbeigebracht hast. Aber wieso schaut ihr euch so ähnlich? Naja, Mama, wir schauen uns so ähnlich, weil wir Geschwister sind. Was? Wie kann das sein? Kann mir jemand bitte erklären, was hier gerade vor sich geht? Hallo, Mama, ich bin deine Tochter. Meine wunderschöne Tochter, du schaust so wunderschön aus. Ich habe jeden Tag an euch gedacht. Kann ich glauben, dass du zu so einer wunderschönen Frau geworden bist. Danke, dass du mich besuchen gekommen bist. Es tut mir so leid, dass ich dich hergeben musste. Mama, es ist so schön, dich endlich kennenzulernen. Aber Mama, wieso hast du mich weggegeben? Euch wegzugeben war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe es jeden Tag bereut, aber ich hatte einfach nicht genügend Geld, um euch alle zu erziehen. Um Himmels Willen, Sie sollten sich doch nicht überanstrengen. Oh, hoffentlich finden wir bald einen Nierenspender, sonst ist es zu spät. Herr Doktor, was meinen Sie damit, dass es zu spät ist? Kann ich meiner Mutter die Nieren spenden? Das müsste ich überprüfen. Kurzen Moment. Es ist wirklich schön zu sehen, dass die Frau Bubblety zwei so wundervolle, aufopfernde Kinder hat wie ihr. Also jetzt wird's kurz pieksen, ich werde jetzt ihnen Blut abnehmen. Jetzt schauen wir, ob ihre Nieren zu denen von der Mutter passen würde. Nein, leider, das schaut nicht sehr gut aus. Haben Sie nicht noch andere Verwandte in der Familie, die man fragen könnte? Ich habe noch eine Schwester. Besteht hierbei die Möglichkeit, dass man sie fragen könnte, weil ihre Mutter braucht dringend eine neue Niere. Ich weiß nicht mehr, wie lange ihr Körper das mitmacht. Jede Sekunde könnte ihre letzten sein. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, sie zu überreden. Mila, ich werde mit dir mitkommen. Gemeinsam sind wir stärker. Ich hoffe so sehr, dass wir sie überreden können. Aber Mila, ich beneide dich so sehr. Aber wieso beneidest du jemanden wie mich? All diese Jahre habe ich mich gefragt, ob meine Eltern wirklich meine Eltern sind, weil ich schaue einfach überhaupt nicht aus wie meine Mama. Und jetzt, heute habe ich zum ersten Mal meine wirkliche biologische Mutter kennengelernt. Und sie ist so unglaublich lieb. Ich wünschte, wir hätten gemeinsam aufwachsen können als Geschwister. Du musst wirklich eine harte Kindheit gehabt haben. Aber dafür ist es ja noch nicht zu spät. Wir können immer noch zusammenleben als Geschwister, irgendwann einmal. Das hoffe ich so sehr. Komm, ich habe gesehen auf Instagram, dass Stella sich im Kunstraum befindet. Lass uns mit ihr gemeinsam dann reden. Ja, gute Idee. Oh, da ist sie ja. Stella, bitte hör dir an, was sie dir zu sagen hat. Bitte, Stella. Ich brauche nur 3 Minuten. Ich muss dich ganz was Wichtiges fragen. Na, du hast aber Nerven. Nach dem, was du abgezogen hast, willst du mich doch um einen Gefallen fragen? Deine Mutter hat dich wohl nicht gut erzogen. Stella, nein, erstens, du musst mir glauben, ich war es wirklich nicht. Und zweitens, es geht um meine Mama, unsere Mama. Baby, du musst dir sowas nicht geben. Ich werde es für dich regeln. Was fällt dir ein, meine wunderschöne Freundin mit solchen Klamotten anzusprechen? Bist du etwa obdachlos? Was hast du denn bitte für eine Mutter? Kann deine Mutter dir keine Kleidung leisten? Das sollte dir eine Lehre sein. Wehe, du sprichst meine Freundin noch einmal
den Mann an. Hast du mich verstanden? Komm, Stella, Baby, lass uns gehen. Hey, was hast du nur getan? Hey, jetzt bleib stehen. Hast du ihr hässliches Gesicht gesehen? Das war so lustig. Also, Jay, ich muss sagen, ich bin wirklich enttäuscht in dein Verhalten. Dieses Mal bist sogar du zu weit gegangen. Das war nicht okay von dir. Aber, Baby, sie hat dich bestohlen. Jeder weiß, dass nur ich dich beklauen kann. Ich meine, dass ich niemand beklauen soll. Das ist eine Sache zwischen mir und ihr. Du hättest dich nicht einmischen sollen. Ich bin wirklich enttäuscht. Also, ich weiß nicht, wieso du dieses obdachlose Mädchen beschützt, nachdem sie dich sogar beklaut hat. Oh, ich gehe zum Unterricht. Ich weiß auch nicht, wieso ich sie jetzt gerade beschützt hat. Schlussendlich hat sie bei mir eingebrochen, aber sie sah so traurig aus. Ich gehe mal auf die Toilette und wasche mir die Paletten. Was war denn das denn? So, der Typ hat sie doch nicht mehr alle. Was sieht Stella überhaupt in einem Typen wie ihm? Ist alles okay? Ja, bei mir ist alles okay, aber ich habe überall noch Farbe. Und uns läuft die Zeit davon. Wir müssen Stella irgendwie überzeugen. Keine Sorge, ich werde Stella finden und mit ihr reden. Ich habe schon einen Plan, wie ich sie davon überzeugen kann. Und du kannst dich hier reinigen. Ich bin dir so dankbar. Stella! 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 Ach, hier bist du ja. Ich habe die gesamte Schule nach dir abgesucht. Was machst du denn hier alleine? Ist alles okay? Ja, bei mir ist alles okay. Sorry, mein Freund ist zu weit gegangen. Naja, das ist ja nicht deine Schuld gewesen. Aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich habe unsere biologische Mutter endlich kennengelernt. Was? Du hast unsere biologische Mutter getroffen? Was? Wie? Wo? Wo hast du sie getroffen? Kann ich sie bitte auch treffen? Naja, Milas Mutter ist unsere biologische Mutter. Aber sie ist sehr, sehr krank. Sie braucht dringend einen Nierentransplant. Sonst wird sie sterben. Ich weiß ganz genau, wohin dieses Gespräch führen wird. Und zwar willst du, dass ich ihr eine Niere spende. Habt ihr beide eine Schraube locker? Zuerst beklaut Mila mich und dann will sie, dass ich ihrer Mutter eine Niere spende. Ganz ehrlich, mir ist es egal, ob sie meine biologische Mutter ist. Ich habe jeglichen Respekt vor ihr verloren, dass sie ihr Kind überhaupt beibringt zu stehlen und das befürwortet. Geh mir jetzt aus dem Weg, ich gehe jetzt nach Hause. Stella, bitte bleib stehen. Bitte gib mir eine Chance. Ich kann alles erklären. Es war wirklich nicht Milas Schuld. Ich kann es beweisen. Und wie willst du das bitte beweisen? Es kann nur Mila gewesen sein. Sie ist arm. Wir beide haben Geld. Ich muss dir was gestehen, Stella. Und zwar... Was machen die denn da gemeinsam? Komm, wir müssen uns schnell verstecken. Oh mein Schatz, ich bekomme einfach nicht genug von dir. Ich liebe dich so sehr. Warte mal. Bist du dir sicher, dass niemand hier auf der Toilette ist und wir ungestört sind? Ja, aber natürlich, ich bin noch nicht dumm. Und ich meine ganz ehrlich, wer ist schon so spät in der Schule? Also hör auf, dir Gedanken darüber zu machen. Ich will, dass du nur an mich jetzt denkst. Oh Jay, du bist einfach der Beste. Ich liebe dich so sehr. Aber ganz ehrlich, wann machst du endlich mit Stella Schluss? Ich meine, man sagt dir immer, Geld macht schön, aber in ihrem Falle hilft es ja gar nicht. Naja, wie kann sie überhaupt schöner sein? Du bist schon die Schönste, mein Schatz. Und... Oh, ich weiß, ich sollte Schluss machen mit dir, aber sie gibt mir immer so viel Geld und mit all dem Geld kaufe ich dir doch immer wunderschöne Geschenke von Gucci und Versace. Ha, da hast du recht. Kannst du sie wieder nach Geld fragen? Ich will wieder shoppen gehen. Ja, aber claro. Wo sind Stella und Leni nur? Was macht ihr zwei denn hier? Jay! Du bist doch mit Stella zusammen. Kannst du ihr das antun? Sie ist so ein herzensguter Mensch. Ich werde ihr alles sagen. Ja, mach doch. Wer wird dir schon glauben? Ha, dass ich nicht lache. Glaubst du wirklich, sie wird dir noch glauben, nachdem du sie bestohlen hast? Meine, schau mal deine Kleidung an. Sie ist ja komplett zerranzt. Weißt du was? Geh irgendwo hin und nerve jemand anders. Egal, was du machst. Niemand wird dir glauben. Es ist mir egal, ob Stella mir glaubt oder nicht. Aber ich werde sie niemals belügen. Und ich werde ihr die Wahrheit sagen. Na, du denkst auch, du bist besser wie der Rest von uns. Du ach so scheinheilige, herzensgute Mensch. Wenn ich dich sehe, werde ich schon wütend. Geh mir aus dem Weg. Wie du sie geschlagen hast. Was fällt euch beiden ein, meine Schwester Mila zu schupfen? Mila, ist alles okay? Hast du dir wehgetan? Tanja, wie lange geht das zwischen euch beiden schon? Oh, was machst du denn hier? Ich muss gehen. Tanja, renn nicht weg. Du schuldest mir eine Antwort. Babe, das ist ein Missverständnis. Ich habe Tanja nur Nachhilfeunterricht gegeben. Ach, Nachhilfeunterricht in was?
knutschen. Oh je, dieser Jay ist auch nicht der Hellste, dass er mit so einer Ausrede kommt. Es ist so offensichtlich, dass du mich betrügst und du belügst mich immer noch. Aber Stella, mein Schatz, ich liebe nur dich. Das ist nicht mal eine Ausrede. Bitte sag nicht, dass du dem armen Mädchen mehr glaubst wie deinem Freund. Bitte. Du bist jetzt zu weit gegangen. Auf Wiedersehen. Stella, hast du ihn etwa gerade die Toilette runtergespült? Yep, genau das, was er verdient hat. Ja, das hat er wirklich verdient. Aber Stella, ich muss mit dir und Mila reden. Was? Ja, sicher. Um was geht es denn, Leni? Stella, es waren meine Eltern, die dich beklaut haben. Es tut mir so leid, aber ich hatte wirklich keine andere Wahl. Meine Eltern haben mir gedroht, dass sie mich sonst aus dem Haus werfen, wenn ich ihnen die Türe nicht aufmache. Was? Also war Mila die ganze Zeit unschuldig? Ja, es hätte niemals Mila sein können. Sie ist so ein herzensguter Mensch. Wir hätten ihr auch damals glauben sollen, wo sie uns erzählt hat, dass meine beste Freundin eine Affäre mit deinem Freund hat. Es tut mir so leid, aber ich wurde erpresst. Danke, Leni, dass du mir endlich die Wahrheit gesagt hast. Es tut mir so leid, dass deine Eltern so böse sind. Und Mila, ich hätte dir von Anfang an glauben sollen, aber ich habe dich einfach beurteilt. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Natürlich kann ich dir verzeihen. Schlussendlich sind wir alle drei Geschwister. Wir sind Drillinge. Aber komm, wir müssen uns beeilen. Wir müssen ins Krankenhaus. Stella, was? Du würdest wirklich deine Nieren spenden? Ja, das ist das Mindeste, was ich machen kann. Und am Ende des Tages, egal was passiert, wir sind Geschwistern und sie ist meine biologische Mutter und ich muss sie einfach retten. Lasst uns gehen. Hallo Toasties, ich hoffe, euch hat die Episode gut gefallen. Schreibt bitte in den Kommentaren, welcher der drei Drillingen euch am besten gefällt. Und große Shoutout an Skanda, Arnold, Tesmat, Renata und die liebe Manera. Dankeschön für euren Support. Und dann möchte ich mich noch bei der lieben Caesar bedanken für deinen lieben Kommentar und natürlich, dass du uns ein Abo gegeben hast. Und ebenfalls möchte ich mich auch bei dir bedanken, Romina. Dankeschön, dass du dir das Video bis zum Ende sogar angeschaut hast. Und bis bald, bis zur nächsten Episode, Toasties. Wir haben euch lieb. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.